Sehr schön. So, das heißt, wir können jetzt noch die Quest hier abgeben. Dazu muss ich hier wieder irgendwo, wo es nach unten geht, nach unten gehen. Wenn ich die Stelle finde, wo es nach unten geht. Hier vorne war es gleich, ne? Boah. Ich habe gegen Dixon gewonnen. Natürlich hast du das. Der Gute braucht noch ein paar Monate, bis er wieder in Form ist. Hier, dein Einsatz und der Gewinn. Abzüglich 10% Organisationsgebühr. Ach ja. Von einer Gebühr hast du nichts erzählt. Stimmt, das hatte ich ganz vergessen. Nur muss ich darauf bestehen. Die Unkosten würden mir sonst das Genick brechen. Oh ja. Hier, eine kleine Kompensation. Wenn du bereit bist, dich auf die nächste Herausforderung einzulassen, gib Bescheid. Ich nenne dir dann den Kontrahenten. Sag mal, wer denn? Ich bin bereit für einen Kampf. Gut. Wie viele Splitter setzt du? Das sollte reichen. Dein nächster Gegner ist Alexei. Harte Schale, weicher Kern. Gibt sich dem Irrglauben hin, an den Zuständen etwas ändern zu können. Ein Narr. Schlag ruhig fest zu. Vielleicht kommt er dann zur Besinnung. Wo finde ich Alexei? Es gibt nur zwei Orte, an denen er sich für gewöhnlich herumtreibt. Die Käfige und der Keller. Und weil er momentan blank ist, brauchst du ihn hier erst gar nicht zu suchen. Glaub nicht alles, was du hörst. Okay. Hochfliegen, irgendeine Schräge funktioniert nicht. So, wir müssen wieder hier irgendwo nach oben. Das hier zum Beispiel. Ich kann dir jedenfalls nicht helfen. Halt mich in Zukunft raus. Leben in Stillstand. Fremde besuchen die Käfige nur selten. Also, was willst du von mir? Kümmerst du dich um die Gefangenen? Ich achte nur darauf, dass sie am Leben bleiben. Tot nützen sie uns nichts. Auch wenn nicht alle diese Meinung teilen. Wovon redest du? Du bist noch nicht lange hier. Kein Wunder, dass du das Offensichtliche nicht verstehst. Ich spiele auf diese verbohrten Wichtigtuer an. Die Resistenten. Aber im Gegensatz zu ihnen benutzen wir Abwerber unseren Verstand. Wir haben erkannt, dass der Tod warten muss, wenn unsere Existenz bedroht ist. Lassen wir den Resistenten alles durchgehen. Wird bald keiner mehr da sein, der unsere Gemeinschaft schützen kann. Tun wir es nicht, bluten wir langsam aus. Kannst du also nachvollziehen, warum wir Gefangene machen? Ja, euch fehlen die Leute. Uns fehlen Gläubige. Aber genug der Arschspalterei. Früher oder später fängt jeder an zu glauben. Ganz gleich, woher er kommt. Und jetzt entschuldige mich, ich muss die Käfige inspizieren. Wie viele Menschen hier früher wohl lebten? Gefangener Nummer 13 musste mit 30 Schlägen durch den Schmerzstock zurückgewiesen werden. Grund nicht Gehorsam und Langeweile.
Lieferung neuer Gefangener. Nummer 35, männlich, klein und schwache Statur, ehemaliger Outlaw, mit viel Glück nicht lang am Leben. Nummer 36, männlich, klein und schwache Statur, ehemaliger Outlaw, habt ihr schon mal, robust und mittleres Alter auf dem Pass nach Ignarodon aufgegriffen. Mit denen kann man schon eher etwas anfangen. Wir haben den Neuen ihre Wertsachen abgenommen und wie immer in den Tresor gelegt. Außerdem wurde der Code geändert auf 0815. Nummer 8 ist bereit für seine Rekrutierung als Krieger. 0815. Geht doch. Was soll dieses Verhalten? Unterlass das gefährlich. Ja. Oh, hat er mich erschrocken. Das nächste Mal lässt du es gleich bleiben. Ja doch, Alter. Hab ich mich jetzt gerade erschrocken. So, jetzt gehe ich mal mit ihm hier. Nicht schon wieder. Wache! Resistente. Pah. Nimm dir an denen bloß kein Beispiel. Was soll das? Warum liegen hier drei tote Gefangene? Die schlafen doch nur. So wie du, hm? Besorg eine Karre und beseitige die Kadaver. Bevor noch mehr Ungeziefer angekrochen kommt. Los! Verfluchter Dummkopf. Die Wachen... Die Resistenten, allesamt unfähig. Was ist mit dir? Willst du noch länger rumstehen oder endlich etwas tun? Langsam. Was liegt überhaupt an? Ich habe es satt, dass ich der Einzige bin, der für die Gefangenen einsteht. Gefangene machen es das eine, sie zu versorgen das andere. Wenn nicht bald etwas geschieht, verhungert auch noch der Rest von ihnen. Und eine Leiche wird niemals den Willen Ravaks verkünden. Hilf mir, das zu ändern. Hilf mir, sie zu versorgen. Gut. Was muss ich tun? Ich sag dir gleich, das wird keine Kleinigkeit. Wir müssen sicherstellen, dass die Gefangenen genug zu beißen kriegen. Und das kostet. Hör dich nach Morkons um, die bereit sind, einen Teil ihrer Splitter zu spenden. Klingt machbar. Denkst du? Ravak hat uns mit Sturheit gesegnet. Eine einmalige Spende wird nicht reichen. Es müssen regelmäßig Splitter fließen. Erwarte besser nicht so viel. Gerade nicht von den Resistenten. Wenn du noch etwas wissen willst, frag. Ansonsten versuchen wir unser Glück. Triff mich später hier oder such mich irgendwo in der Grotte. Wegen der Gefangenen. Ja? Wer glaubst du, wird auf einen Teil seiner Splitter verzichten? Niemand hat hier wirklich viel. Du wirst also auf Widerstand stoßen. Und den Resistenten ist jeder Gefangene ein Dorn im Auge. In ihrer Welt existieren nur Ketzer, keine zukünftigen Brüder und Schwestern. Die Händler kannst du dir sparen. Die übernehme ich. Nur ohne Tengis Zustimmung denke ich nicht, dass es was bringt. Und ihn und mich verbindet nicht gerade eine Freundschaft. Aber wenn du denkst, du kannst ihn überreden, nur zu. Warum lässt du sie nicht einfach frei? Kommt nicht in Frage. Ich will unsere Gemeinschaft stärken, nicht schwächen. Sie sollen Ravak als ihren Herrn anerkennen und ihn nicht bekämpfen. Kann ich auch etwas spenden? Natürlich. Jedes bisschen hilft. Gosta sagt, du bist einer der Wettkämpfer. Diese Kakerlake. Ich mache bei seinem Spiel nur mit, weil ich die Splitter brauche. Und trotzdem reicht es nicht. Heißt das, du willst nicht kämpfen? Wenn ich könnte, würde ich ausschließlich kämpfen. Nur nicht hier,
sondern draußen bei meinen Brüdern und Schwestern. Aber wenn es dir ernst ist, werde ich mich nicht vor einer Herausforderung drücken. Sofern es die Zeit zulässt. Fulminant. So, erstmal abgespeichert. Bereit für den Wettkampf? Ich habe einem Kräftemessen zugestimmt. Aber das muss warten. Erst sollten wir die Sache mit den Gefangenen klären. Oh, okay. Okay. Das darf ich mitnehmen. So, ich will aber das nicht gerade. Was ist das hier? Alex, achso, das ist der. Dixon haben wir zum Beitritt gebracht. Crane. Genau, Crane war in ein Versteck gezogen, den konnten wir nicht ansprechen. Aber Crane ist doch da drüben. Wir sind doch Crane schon gefolgt, oder? Hier sind neue Zettel. Oh. Ziel Crane, Spion, Krater, gering. Hinweise, Kollaborateur, macht mit den Berserkern gemeinsame Sache. Gegen wir es nicht zu erwarten, kurzer Prozess empfohlen. Wegen der Kopfgelder. Gut, dass du sie ansprichst. Du jagst doch Dixon. Hattest du Erfolg? Nein, ich habe ihn nicht gefunden. Enttäuschend. Ich werde seinen Fall wohl selbst in die Hand nehmen müssen. Erzähl mir mehr über Crane. Der Nestbeschmutzer. Er hielt es für eine gute Idee, mit den Berserkern auf Tuchfühlung zu gehen. Es ist nicht so, dass ihm das verboten ist. Er ist ein freier Mann. Aber auch ich habe die Freiheit, etwas dagegen zu unternehmen. Er weiß im Übrigen nichts von seinem Glück. Wenn du dich beeilst, wird es ein leicht verdientes Sümmchen sein. Mhm. Weit laufen musst du nicht. Schließlich hat er hier sein Zuhause. Okay. Hä? Achso, der Pfeil ist jetzt unter der Truhe. Überhaupt schon alles abgesucht? Hier ist irgendwie eine Party oder so. Die wir schon geplündert haben, okay. Ja, war auch verdächtig leer hier. Ich glaube, hier waren wir schon. Hier aber noch nicht. Hat sich gelohnt. Stehlen, okay.
Ist aber keiner. Honig. Das hatten wir aber schon überhaupt nicht bisher. Ach, das ist hier, ja, Drabak. Manche Weiber können ganz schön giftig sein, was? Drabak hat ja ein Problem, ne? Der ist ja geflohen. Warum habe ich jetzt 2 Punkte hier? Achso. Ach, guck mal, jetzt soll ja ein Achso, nee, den haben wir markiert, ne? Dass da einer sitzt. Halt. Ach, Hank, die alte Hausnummer hier. Das hat weh. Huch, wer ist er denn? Nils Ulvas. Bist du endlich wieder zurück? Hast du meine Sachen dabei? Ich bin übrigens Nils. Nils Ole Erik Alo Aaron. Du hast mich erwartet? Habe ich nicht? Ich dachte, ich würde das tun. Schade. Ich kann mich nur erinnern, dass ich jemandem meine Splitter gegeben habe, um mir meine Sachen wiederzubringen. Ich dachte, das wärst du. Aber gut, dann kennen wir uns anscheinend noch nicht. Ich heiße übrigens Erik. Was? Hallo, ich bin Jax. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Ole. Was? Warst du nicht gerade noch Erik? Wovon redest du da? Warum sollte ich das sagen? Du verwirrst mich. Hast du denn meine Sachen dabei, um die ich dich gebeten habe? Von was für Sachen redest du da? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß, ich hatte ein paar Sachen dabei. Dann waren da so Viecher. Dann kam Nils und hat mich gerettet. Ich dachte, du bist Nils. Red keinen Stuss, ich heiße Aaron, habe ich dir doch schon gesagt. Bist ganz schön vergesslich. Auf jeden Fall kam er und hat mich gerettet. Dann war ich plötzlich hier und er hat mich alleine gelassen. Und meine Sachen hat er auch mitgenommen. Glaube ich. Wer ist eigentlich dieser Nils? Wovon redest du da? Das bin doch ich. Ich meine den Typen, der deine Sachen geklaut hat. Du hast erzählt, ich hätte jemand hierher gebracht. Ja. Nein. Ich weiß es nicht mehr. Kannst du mir meine Sachen zurückbringen? Wie heißt du nochmal? Halle. Du bist echt vergesslich. Wie heißt du nochmal? Erik. Schön, dich kennenzulernen. Wie heißt du nochmal? Aaron. Habe ich dir das nicht schon erzählt? Wie heißt du nochmal? Halle. Warum fragst du so blöd? Oh mein Gott. Wie heißt du nochmal? Erik. Du bist echt vergesslich. Wie heißt du nochmal? Ole. Habe ich dir das nicht schon erzählt? Wie heißt du nochmal? Erik. Warum fragst du so blöd? Wegen deiner Sachen. Ah, hast du sie dabei? Wo hast du deine Sachen zuletzt gesehen? Ich weiß noch, dass wir zusammen im Süden Halt gemacht haben. Am Rand des Kraters bei einem kleinen See war das, glaube ich. Dort habe ich alles zurücklassen müssen, das mir was bedeutet hat. Suchst du die Sachen für mich? Was sind das eigentlich für Sachen, die du suchst? Alles, was mir etwas bedeutet hat, war dabei. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Aaron hat sich immer über mich lustig gemacht, dass ich alles mit mir herumschleppe. Hat gesagt, ich soll doch einfach mal alleine losgehen,
Aber das kann ich nicht. Alleine bin ich doch aufgeschmissen. Ich verstehe kein Wort. Ist nicht so schlimm. Frag einfach Nils. Er wird dir alles erklären. Hast du sie verloren oder wurden sie dir abgenommen? Das... keine Ahnung. Ist das wichtig? Ich heiße übrigens Aaron. Schön, dich kennenzulernen. Ich werde deine Sachen für dich suchen. Ach so, okay. Ich dachte, du hättest meine Sachen schon dabei. Dann, danke schön. Ich werde hier auf dich warten. Boah, ist der verwirrt. Ich weiß nicht, wie viel der hat. Wie heißt du nochmal? Halle. Du bist echt vergesslich. Wie heißt du nochmal? Nils. Schön, dich kennenzulernen. Okay, ich kann jetzt nur durch... Alter! Okay, warte mal, die machen wir gleich noch. Jetzt muss ich jetzt mal... kurz auftanken. Pupp, Falk ist da. Auf dich ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Jetzt schon? Aber... ich muss sofort los. Geh mir aus dem Weg. Nicht so schnell. Du machst einen Fehler. Ich bin nicht so wehrlos, wie es den Anschein hat. Dein Kopfgeld interessiert mich nicht. Mann, ich hätte mir fast in die Hose gemacht. Jetzt weißt du, wofür ich all die Lebensmittel brauche, die du mir besorgt hast. Fluchtvorbereitungen. Habe mir schon gedacht, dass Neros Aasgeier bald um mich kreisen. Mir war nur nicht klar, dass sie es so früh tun. Deswegen konnte ich das Zeug auch nicht selbst beschaffen. Auf offener Straße gebe ich ein zu leichtes Ziel ab. Glaubst du wirklich, dass du hier sicher bist? Nein, aber lieber eine Wand als ein Messer im Rücken. Ich muss mir wirklich was einfallen lassen. Früher oder später wird man mich finden. Wenn du irgendwann mal ein Plätzchen kennst, wo ich sicher bin, denk an mich. Stimmt es, dass du für die Berserker spionierst? Blödsinn. Das sind nur Gerüchte, um mich fertig zu machen. Wenn es nur ein Gerücht ist, weshalb das Kopfgeld? Weil... Also ist doch etwas dran. Man könnte es so auslegen, nur wird das der Wahrheit nicht gerecht. Ach so. Ja, ich wollte für sie arbeiten, aber sie haben mich vor die Tür gesetzt. So gesehen habe ich mir nichts zu Schulden kommen lassen. Und wie bist du aufgeflogen? Naja, überall auf Magalan haben wir Zellen, die uns, also den Outlaws, Informationen liefern. Im Vor ist so eine Zelle. Die Schweine haben mich beobachtet und keine Zeit verloren, mich anzuschwärzen. Jetzt kann ich mich weder hier noch im Vor blicken lassen. Schöner Mist. Kannst du dir vorstellen, für die Kleriker zu arbeiten? Ich? Für die Kleriker? Warum nicht? Die Müllhalde hier hat auf lange Sicht keine Zukunft. Was soll ich bei denen? Soweit ich mich erinnere, haben sie für einen Outlaw nichts übrig. Die Zeiten haben sich geändert. Geändert? Was soll das heißen? Anstatt zu schießen, schlagen sie jetzt einen tot oder was? Nein, sie brauchen Leute. Nicht irgendwelche, sondern solche, die was auf dem Kasten haben. Reicht dir das als Erklärung? Wusste gar nicht, dass es so schlecht um sie steht. Vielleicht gehe ich doch auf dein Angebot ein. Denn abgesehen von der Nummer im Fort, die dafür gesorgt hat, dass Nero es auf meinen Kopf abgesehen hat, bin ich ganz gut im Beschaffen von Informationen. Weißt du was? Ich bin dabei. Kennst du den Weg zur Burg? Ja. Kümmere dich nicht um mich. Ich finde den Weg schon. Genug Proviant habe ich ja. Ich spute mich besser. Nicht, dass mich doch noch jemand findet. Bis dann. Fantastisch. Jetzt könnte man theoretisch hinterherfahren. Und fliegen. So, warte mal. Ich nehme mal jetzt hier den Kopf hier weg. So. Und dann machen wir noch...
Ein Outlaw, der ein Schand, einen Knacks in der Schüssel hat und seinen Namen nicht mehr kennt, hat mich gebeten, seine Sachen zu suchen, die er verloren hat. Er hat alles, was ihm jemals etwas bedeutet hat, anscheinend im Süden am Kraterrand zurückgelassen. Ich habe zugestimmt, seine Sachen zu suchen. Es gibt hier keine... Zum Glück kostet das hier nichts. Ah, schon ein bisschen ruhig hier, ja? Ist doch hier so ein schöner Ort von Interesse, oder? Oh. Ich greife an. Nein, nicht der. Nicht die Waffe wegstecken. Mann, was tust du? Wirkt stimulierend. Oh, hier ist Aaron. Hose oben. Wie bitte? Ich hab nur einen Scherz gemacht. Ah, Humor. Eine Seite, die ich bislang zu stark vernachlässigt habe. Guck mal, hier liegt Aaron. Das scheinen die Sachen zu sein, die ich für diesen vergesslichen Typen suchen sollte. Das war noch nicht alles. Ich sollte weitersuchen. Pass auf, hier sind haufenweise Leichen. Aaron, ja. Oh Gott. Ole. Das war noch nicht alles. Ich sollte weitersuchen. Das war noch nicht alles. Ich sollte weitersuchen. Ich glaube, ich habe alles. Ich sollte zurück in die Kraterstadt gehen. Ist aber nicht dieselbe Person, hä? Okay. Sind das hier die Sachen, die du suchst? Du hast es gefunden. Du hast meine Sachen gefunden. Sie waren alles, was mir jemals etwas bedeutet hat. Warum freue ich mich nicht? Ich fühle nur Traurigkeit.
Wo hast du die Sachen gefunden? Oh Gott, einige Leichen und Lügen. Habe ich gespeichert vorher? Ich probier's mal. Ich möchte eigentlich ihn anlügen. Denn ich glaube, dass das alles seine besten Kumpels sind oder waren, die umgekommen sind und er hat ein Trauma. Ich habe sie bei einigen Leichen gefunden. Oh, alles, was mir etwas bedeutet hat. Ich glaube, ich erinnere mich. Da waren Kreaturen. Erik hat geschrieben, überall Blut. Ich habe sie zurückgelassen. Ach, hi. Ich heiße übrigens Aaron. Und du? Du hast doch gerade angefangen, dich zu erinnern. Erinnern? Woran? An deine toten Freunde, an die Sachen, die du gebraucht hast und so. Nein, nein, ich habe alles, was ich brauche. Ich bin glücklich. Wenn du nichts weiter von mir willst, ich werde mir dann mal ein bisschen die Beine vertreten. Vielleicht gehe ich später noch in den Kinderhort einen trinken oder so. War schön, dich kennengelernt zu haben. Besuch mich mal wieder. Komm mich mal wieder besuchen. Ich trau der Sache nicht. Wo wird er jetzt hingehen? Hi, ich bin Nils. Du bist doch der Typ, der mir meine Sachen gebracht hat, oder? Danke nochmal. Sind das ja die Sachen, die du suchst? Warte mal. Sie lagen in einem alten Koffer an einem See. Oh, also habe ich keinen Grund, traurig zu sein? Nein, freu dich einfach, dass du deine Sachen zurück hast. Ja, ich glaube, ja, danke schön. Aber da ist mehr. Ich fühle, da ist mehr. Wenn ich mir die Sachen so ansehe, ich erinnere mich. Erik hat geschrien. Da waren Monster, Blut. Ich habe sie zurückgelassen. Bin gerannt. Ach, hi. Ich heiße übrigens Aaron. Und du? Ich heiße Jax. Schön, dich kennenzulernen. Brauchst du etwas von mir? Ich nicht, aber vielleicht du. Nein, nein, ich habe alles, was ich brauche. Ich bin glücklich. Wenn du nichts weiter von mir willst, ich werde mir dann mal ein bisschen die Beine vertreten. Vielleicht gehe ich später noch in den Kinderhort einen trinken oder so. War schön, dich kennengelernt zu haben. Besuch mich mal wieder. Es ist egal, was wir tun. Es ist sowas von egal, was wir tun. Na, geht doch. So, mit A. Dann suchen wir mal einen Lehrer auf, wa? Beziehungsweise nicht einen Lehrer, sondern... Ja, genau. Er hat alle Freunde, die er nicht retten konnte, die er auch verlassen hat,
so wie er meint, ne, weil er weggerannt ist, hat er jetzt so bei sich. Er ist seine Freunde und sie leben mit ihm weiter. Mensch, ist schon traurig, ja. Meine ich wirklich so. Aber es ist interessant, dass sowas eingebaut wurde ins Spiel. So. Gehen wir mal zu einer etwas wirtlicheren Umgebung. Wir kennen immer noch keinen Lehrer für Dingsbums, ne? Fürs Hacken. Ich hätte ja erwartet, dass hier oben irgendwie... warte mal, Fähigkeiten, Hacken... Also, das gibt gar keins. aber wir haben zwei Lernpunkte. Zwei Lernpunkte heißt, was wollte ich denn ausgeben? Ich wollte doch irgendwie was ausgeben, Lernpunkte. Sockelgeschäft haben wir. Für was wollte ich denn Lernpunkte ausgeben? Ach so, wir könnten theoretisch... Wir machen den Sack voll. Dazu brauchen... Ach du Scheiße, brauchen wir 2000 Elixit. Gut, also, Moment. Interessante Kulisse. Ja, finde ich auch. So, pass auf. Wir gehen... zur Bastion. Es gibt immer etwas zu tun. Bring mir etwas bei. Ich werde es versuchen. Zeig mir, was du hast. Es gibt aber nichts umsonst. Richtig, richtig, richtig. Ist gut, dass sie es eingebaut haben. Oh, guck mal, wir könnten den Granatwerfer benutzen und hätten schon... Oh, Großbogen. Wir haben drei davon, könnten wir umbauen. Brauchen wir bloß Geschicklichkeit für... Die können wir wegverkaufen hier schon mal. So. Das Alpschild behalten wir. Die Streitaxt geht weg. Die Kriegsaxt geht weg. Das ist doch zu weit weg. Die behalten wir mal zum Upgrade, weil wir davon schon drei haben. So, weiter im Text. Das ist nur Munition und Kram. Wir könnten den Hut verkaufen. Die Gasmaske lassen wir mal. Die Rebellenmütze... haben wir aktuell nicht an, ne? So, was haben wir hier an Modifikatoren? Ist da irgendwas Sinnvolles dabei? Ausdauer? Und wir haben den aktiv. Ne, welchen haben wir den hier? Der hat 10 maximale Gesundheit. Guck mal. Achso, das ist Ausdauer. Plus 1 klauen. So, was können wir noch verkaufen? Die lassen wir mal. Ich glaube, mit Verkaufen haben wir es zurzeit ein bisschen schwer. Ich weiß nicht, ob wir die Sachen jetzt hier nur vertüdeln können oder nicht. Ich glaube ja. Großes Horn. Warte mal, die fürs Essen herstellen. Hier, guck. Ach, Materialien liegen auch bei Materialien. Okay. Also sollte das, was hier alles liegt...
So, dann sollte das alles nämlich verkaufbar sein. Der Schrott sowieso. Okay. Es fehlt aber trotzdem noch nach Kohle, ne? Und zwar nach viel Kohle, verdammt. Ah, hey Nasty, du bist ja hier. So, wie ist es jetzt mit deinem diplomatischen Plan? Wie genau soll die Sache laufen? Ganz einfach. Ich werde mich kampfbereit machen, trainieren und bereite mich derweil auf meine Audienzen bei den Oberhäuptern der anderen Gilden vor. Und du bringst mich zu ihnen. Zu allen? Ich muss mich erst auf die Gespräche mit den einzelnen Typen vorbereiten. Eins nach dem anderen. Als erstes fangen wir mal mit Baxter an. Bei ihm weiß ich jetzt schon, was ich sagen werde. Ach und das mit den Waffengefährten, meinetwegen, ich bin dabei. Auch wenn ich fürchte, dass ich es bereuen werde. Komm mit. Du brauchst nicht noch einen Begleiter. Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. Natürlich. Mitkommen. Gut. Baxter also. Hast du dir das gut überlegt? Ja, sicher. Was glaubst du wohl, wozu ich dich brauche? Wenn mir der Kerl an die Wäsche will? Du brauchst keinen Leibwächter. Du kannst dich sehr gut selbst verteidigen. Das ist nicht der Punkt, du Vollpfosten. Und das weißt du auch. Ohne dich käme ich nicht einmal an seinen Wachen vorbei, ohne dass es in eine Schlägerei ausarten würde. Was genau willst du ihm denn sagen? Das ist meine Sache und hör auf, danach zu fragen. Tu es einfach! Bring mich zu Baxter. Bring mich zum Duke von Ateris und du wirst schon sehen, wie die Sache läuft. Okay, wir nehmen sie schon mal mit, ne? Junge, du, das ist deine andere Fastmutti gewesen. Eine Frage noch, Vater. Ja? Ja? Wie siehst du eigentlich meine Zukunft? Du wirst einmal ein kräftiger junger Mann, der mitten im Leben steht und mit seinem festen Willen die Dinge in Bewegung bringt. Das hört sich gut an. Doch will ich ein warmherziger und rechtschaffener Mann sein. Das liegt in deiner Hand. Das Wohl der Menschheit liegt mir nämlich am Herzen, weißt du? Ich weiß, mein Sohn. Ich weiß. Der ist sehr seltsam. Der ist sehr, sehr seltsam. Bulli müssen wir auch noch machen. Oh Gott, wir müssen noch viel machen. So, jetzt haben wir 2000... Hast du keine Angst, dass dich Baxter einfach aus dem Weg räumt, sobald er dich zu fassen kriegt? Nicht wirklich. Ich bin es nicht, den er erwischen will. Okay, so, und dann gucke ich mal noch eine Sache. Hier ist doch so ein Mysterium. Was ist das hier hinten eigentlich? Waren wir hinten schon? Das Gebäude? Können wir da irgendwie schnell hinfliegen? Warte mal. Ich setze mir mal einen Wegpunkt dahin. Ich muss gleich hochfliegen. Ich glaube, da war Viehzeug. Ja, war's. Das kann gut möglich sein mit dem Kopfgeld. Das müssen wir sehen, ne? Ah!
Baxter und dein Bruder Logan haben wohl nicht das beste Verhältnis. Willst du mich verarschen? Die würden sich gegenseitig erwürgen, wenn sie sich begegnen. Sie wollen aber keinen richtigen Krieg gegeneinander ausfechten. So eine Materialschlacht würde beide Seiten zu viel kosten. Rost. Überall Rost. Nützlich, wenn er die Waffen deiner Feinde befällt. Schöne Scheiße, wenn's die eigene ist. Warum hat dein Bruder nicht schon längst versucht, Baxter von seinem Thron zu stürzen? Baxter sitzt im Krater. Mein Bruder an der Küste von Karakis. Ich glaube kaum, dass Logan sich für den alten Schrottplatz im Krater interessiert. Zu viel Dreck, zu wenig Profit. Oh, der ist schon immer gestorben. So, dann sammeln wir noch ein bisschen Stuff ein, den wir verkaufen können, weil Elexit gibt's ja hier. Ist dein Auto kaputt oder alt? Dann komm zur Schrottanstalt. Sei schlau und überleg weise. Wir haben einfach die besten Preise. Ach, herrje. Das hört sich genauso bescheuert an wie der andere Text. Das kann ich so nicht lassen. Ist dein Auto kaputt oder alt? Ja? Ist Was? Das Auto auch noch so entstellt? Wir geben dir trotzdem jede Menge Geld. Nein, nein, nein. Auf gar keinen Fall. Das kann ich nicht machen. Damit mache ich mich zum Gespött der ganzen Stadt. Ist dein Auto kaputt oder alt? Dann komm zur Schrottanstalt. Wir sind alles andere als Abzocker. Für deine Schrott gibt es genügend Schotter. Oh Mann, bei so einem Werbespruch werden mich doch alle auslachen. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Ist ja cool. Okay, den können wir hacken. Ich glaube, wenn einige Tasten schon nicht mehr sichtbar sind, können wir es tun, ne? So, größer, kleiner, okay. 5, größer 4, 6, 7. Okay, die 6 ist in Ordnung, 5, 4 kommt gar nicht, 7 ist an falscher Stelle. Also kommt 7 zuerst. Und so. Yes! Geht doch. Eine Morkornhose. Naja. Kommt ein bisschen spät. Ich erwarte ja noch die ultimative. Ich weiß, da war ein Teller, nehmen wir nicht mit. Ich erwarte ja noch die ultimative Hose dann. So, was wollte ich denn jetzt eigentlich? Ach, ich wollte zu meiner Markierung eigentlich. Kurz warten, bis der Sprit nachgetankt ist. Das ist doch nicht die Stelle, ne? Passiert hier auch noch mal was? Och, Klappe. Oh, das war falsch. Aber falsch anvisiert gerade eben.
hoffe, hier ist nichts, was ich verpassen könnte oder so. Ach. Da ist noch ein dicker. Warte mal. Na toll, gegen Baum gefallen. Bin bei solchen Sachen immer hyper vorsichtig. Das sind so wie Orte von Interesse, ne? Wo bestimmte Sachen, na, auf alle Fälle Viehzeug. Musstest du uns ausgerechnet hierher führen? Wenn du frische Luft brauchst, nimm zur Abwechslung mal ein Bad. Oh, ich hab sie schon im ersten Teil geliebt. Dicht. Huch. Na komm, mein Freund. Also in Wirklichkeit wären wir schon wieder durch, ne? Ja. Ist so irgendwas Hübsches außer das da? Nee. Hier läuft irgendwo ein Dicker rum, ne? Den haben wir schon gesehen. Da unten ist er. Nasty hilft uns nämlich gar nicht, ne? Dreckloch hier. Ja. Mehr davon. Das Scheiß wie so der. Ärger. Na, komm. Bin schon da. Ich hab noch Granaten. Jetzt habe ich keine mehr. Und die waren früher mal ein Problem, ja. Also, So, was hat denn der hier unten bewacht? Nichts.
wahrscheinlich nur den Zugang hier zu dieser doch sehr hübschen, was auch immer das ist. Da steht jemand. Freund oder Feind? Du da, komm mal rüber. Und wäre das was für dich? Wovon sprichst du? Ein Leben als Holzfäller. Ehrlich verdiente Splitter. Hör auf, mich zu verarschen. Hast es gemerkt, was? Bist eben doch ein kluger Junge. Och, wie habe ich sie nicht vermisst. Hätte nicht gedacht, dass ich dich hier draußen treffe. Du hast vergessen, dich vorzustellen. Ich bin einer von Vipers Händlern. Klingelt da was? Such dir einen neuen Arbeitgeber. Dein Boss ist tot. Du scheinst nicht ganz zu verstehen. Dir, Penner, habe ich's zu verdanken, dass ich mich nicht mehr im Krater blicken lassen kann. Fast alle, die für den Boss gearbeitet haben, wurden zum Abschuss freigegeben. Wir sind beschissene Aussätzige, Mann. Erzähl's jemandem, den's interessiert. Dünner Belag, Freundchen. Sehr dünner Belag. 10.000 Splitter. Oder wir klären es, wie es unter Männern üblich ist. Glaubst du etwa, du hast mehr drauf als dein Boss? Was quatschst du mich mit dem voll? Der ist Geschichte, Mann. Frag dich mal, warum. Ihn zu erledigen war eine Kleinigkeit. Was denkst du, werde ich mit dir anstellen? Moment. Also, Scheiße, Mann. Du sagst es. Du steckst ganz schön in der Scheiße. Du hast das falsch verstanden. Ich will ja nur wieder auf die Beine kommen. Ich kann dir Beine machen, wenn's dir hilft. Lass mal, ich habe diese Splitter hier. Sie gehören dir. Siehst du, schon besser. 100. Cool. Du wolltest doch sicher gehen, oder? Ah, die können wir ja schon. Zu einfach. Sehr gut. So, dann gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Ich denke mal, das haben wir okay geklärt. Was ist denn eigentlich Attribute, Fähigkeiten hier? Erschaffend. Was auch immer das bedeutet. Großer Beutel, halt nicht. Ja. Oh. Tja, der ist sie. Ich bin wieder unten. Was haben wir hier drüben noch? Nüscht. Nüscht. Haben wir noch eine kleine Sehenswürdigkeit gesehen? Haben wir noch eine Sehenswürdigkeit, die wir hier uns angucken können? Die irgendwie so, hier war das Dings, die so irgendwie ins Auge springt. Theoretisch. Hier sowas. Wo ist denn eigentlich unser Startgebiet gewesen? Da waren ja noch ein paar Viecher, ne? Wir sind jetzt stärker. Vielleicht können wir da doch nochmal gucken. Das war hier, glaube ich, ne? Hier ist nämlich auch ein... Stimmt, das war hier. Lass uns mal da noch gucken. Und dann ist aber so langsam Feierabend. Ach, waren wir schon lange nicht mehr hier. Ha, 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 ha. Und ich dachte, ich hätte schon alles abgesucht da. Nur Dreck und Trümmer hier. Was?
Okay, die kommen wieder. Es gibt ein Respawn. Kamen wir hier schon von Anfang an hoch, Herr Loberne? Wir haben uns schon nach oben gearbeitet gehabt. Nein, haben wir uns nicht. Oh, noch eine Karte. Ach ja, die Karte. Die Karte. Oh, warte mal, da müssen wir noch hoch. So. Wie aus der Kanone geschossen. Guck mal da hinten, da waren wir nämlich noch nicht. Was wir hier alles übersehen haben, ey. Ach du Gott. Okay. Ein bisschen was essen. Ach, jammer nicht so rum da. So ein bisschen Gift. Stöhnt die was zusammen. Gemacht hier. Sind die hier kaputt? Ich habe die nicht platt gemacht. Was auch immer das hier ist. Ach ja, hier sind wir ja runtergekommen, ne? Nein, steh mal wieder auf.
Ja, das glaube ich auch, das glaube ich auch. Guck mal hier. Ein Scharfschützentrank, einfach mal so. Und wir sind, glaube ich, gekommen. Warte mal, ihr noch Zigaretten. Das ist pures Geld. Wir sind hier drüber gelaufen, ne? Ganz am Anfang, vor keine Ahnung wie vielen Monaten. Und hier war unser... Hier sind wir runtergefallen. Hier sind wir gestartet. Drahtgestelle sind verflucht praktisch. Warum? Weil sie ein Garant für Altmetall sind? Typisch. Dein Horizont reicht ja auch nur ein paar Meter. Oh, wenn dir irgendein Idiot Informationen vorenthält, dann verfrachte ihn nach da oben. Brich ihm Arme und Beine und lass die Sonne den Rest erledigen. Ich garantiere dir, nach ein paar Tagen redet er wie ein Wasserfall. Dann gebe ich ihm lieber ein paar aufs Maul, das geht schneller. Ich sag's ja, begrenzter Horizont. So, okay, wir sind von hier oben gestartet. Dort unten waren wir dann, da sind die Berserker. Hier oben ist das Ding reingekracht, aber wo ist unser Haus? Ist es das da? Das da ist unser Haus, ne? Hier sind wir durchgekommen. Und haben auch nicht alles gefunden. Hier war alles da. Das Scheiße sucht Ärger. Alter. Ich wollte nur bloß ganz kurz. Da hinten. Ich erinnere mich. Ey, was habe ich denn hier alles liegen lassen? Die halbe Ausstattung hier. Genau mein Geschmack. Genau, wir sind nämlich nur geflitzt, richtig. Aber guck mal, ich habe ja... Also entweder respawnt das. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das übersehen habe. Wir gucken bloß kurz hier rein. Ich bin jedenfalls nicht verrückt, hier runterzulaufen. Ich will bloß kurz... Es ist mit Sicherheit auch ein... reguläres Gebiet hier. Waren wir da oben schon? Was ist das da oben? Hier irgendwo. Doch, da waren wir, glaube ich, da. So, ich will hier nur ganz kurz. Okay, da gibt es schon wieder sehr seltsame Geräusche.
Wow, 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 okay. Gut, läuft hier ein Weg lang? Oh, guck mal. Da oben noch hin. Und dann gehen wir schnell in die Bastion noch und hängen alle Sachen auf, die wir schon gefunden haben. Was ist das hier hinten? Da waren wir zumindest schon gucken, ne? Da war irgendwo, haben wir eine Kiste markiert. Nee, ich glaube, das hängt damit nicht zusammen. Oh, hier waren wir noch nicht. Hier waren wir definitiv noch nicht. Guck dir das an. Wir warten hier durch Dreck längst verstorbener Leute. Auch schön. Ach, guck mal. Brauchen wir zwar nicht mehr, aber trotzdem, guck mal. Guck mal. Oh, siehst du, übersehen. Das ist, regulieren und das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Ach, bitte, also, komm noch mal. Das war wohl nichts. Ah, jetzt ist aber gut hier. Das war wohl nichts. Hä? Das war wohl nichts. Okay, jetzt. Na, was ist da drin? Oh, ja, okay, 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 ja. Ich meine, die Truhen waren nie so wirklich speziell, ne? Auch in Elex 1 nicht. Was ist hier? Ah. Guck dir das an. Ich würde mal sagen, es hat sich gelohnt. Hier sind wir schon durchgelaufen, ne? Glaube ich. Durch den Tunnel. Möglich. So, was ich jetzt... Also jetzt ist wirklich Ende langsam hier. Und zwar, wir werden jetzt noch mal zur Bastion. Ich muss da gucken, wo das war. Wo waren das mit dem... Mit den Dings hier. Mit der Karte, mit der Schatzkarte. Das war in dem anderen Gebäude drüben, wa?
Ich habe dafür keinen geeigneten Gegenstand. Wir brauchen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Puzzleteile. Sieht doch gut aus. Finde ich. So. Halt, warte mal. Wir haben noch ein bisschen Stuff. Warte. Zeig mir, was du hast. Es gibt aber nichts umsonst. So, verkaufen. Ich will die... Also wenn ich mir das hier angucke, nehme ich doch lieber die Judikatorenklinge nicht, ne? Guck mal, die ist 1963 wert. Das Kettenschwert, was haben wir derzeitig aktiv? Die 126er Giftschaden, was wir natürlich nicht aufwerten können. Da ist das dann nachher später besser, wenn wir die Stärke dazu haben. So, aber wir können die Schlachtaxt wegmachen und wir können die Schlachtkeule und das. Dann können wir das hier noch wegmachen. Dann können wir das Zweihändige wegmachen. Hier will ich aufwerten. Wir hätten dann zumindest eine Ach nee, das ist ja die, die wir gerade haben, ich Idiot. Weil die Reißzahl so schlecht ist. Die können wir nicht benutzen, aber den hier ist eine Energiewaffe. Granatwerfer schmeißen wir nicht weg. Den Großbogen, den lassen wir mal noch. Da haben wir den Raketenwerfer hingepackt, den wir noch nicht benutzen können. Der steht auf der Stufe 4. Aber wir könnten den Feuerspucker, der nutzt auch Raketen. Ist, glaube ich, besser jetzt an der Stelle, ne? Weil wir den sofort benutzen können. Warte mal. Ist ja kein Inventar, vorsichtig. Das wäre fast schief gegangen. Das Schriftstück zurück. Das wollen wir nicht verkaufen. Okay, wir kommen langsam wieder zu ein bisschen Kohlen, ne? Irgendwas drin, was war... Nee. Okay, gut. So, jetzt noch die letzte Amtshandlung. Eine Waffe, und zwar die hier. Wir setzen einfach auf den Quickslot. Die da. Wir haben doch 4 davon. Wir haben 4 von diesen Raketenwerfern. Da könnten wir theoretisch eine verkaufen. Sehe ich gerade. Da könnten wir eine verkaufen. Weil wir brauchen ja bloß 3, um das aufzuwerten. Oh, die sind so viel wert. Aber ich will sie nicht verkaufen, weil... aus Gründen. Okay, gut. So viel dazu. Wir speichern einmal richtig hart. Und dann ist es hier an der Stelle auch Feierabend. So, schon spät, 2:30. Schöner langer Abend war es. Schöner langer Abend war es. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen Abend wieder. Überraschung. Lass wir uns überraschen. Schlaf gut, träum was Schönes, habt einen guten Start ins Wochenende und wir sehen uns dann morgen, würde mich freuen. Bis dahin, euer Firefox.